Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmkritiken beim Telestammtisch. Euch erwartet zunächst ein Western. Ein Western? Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt tatsächlich einen Film, den man als Western bezeichnen könnte. Zumindest ist das der Eindruck, den man gewinnen kann, wenn man sich das Poster anschaut oder vielleicht auch den Trailer. Hier haben sich Marcel und Daniel hingesetzt und über den Film The Sisters Brothers gesprochen, der jetzt aktuell am 7.3. in die deutschen Kinos kommt. Im Anschluss hört ihr einen Singlecast von der Pia. Pia hat sich den deutschen Datingfilm Rate Your Date angeschaut und uns da ihre Meinung eingesprochen. Zu guter Letzt gibt es dann noch den Singlecast von Christopher. Christopher hat sich was fürs Heimkino angeschaut, was bereits im letzten Jahr in die deutschen Kinos kam. Er bespricht für euch Hunter Killer, einem U-Boot-Actionfilm, von dem man schon viel gehört hat, was ja nicht nur positiv gewesen ist. Wie es Christopher gefallen hat, könnt ihr jetzt hören. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Filmbesprechungen und freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter und Instagram sowie beim YouTube-Upload. Gerne könnt ihr in dem geheimen, ominösen Blog auch Feedback hinterlassen, da freuen wir uns total drauf. Wenn ihr uns teilt, wenn ihr uns Sterne hinterlasst bei iTunes und podcast.de und so, das ist total knorke. Und jo, jetzt also viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Heute mit einer neuen Besprechung, nämlich The Sisters Brothers. Das mache ich nicht alleine, ich habe heute zu Gast den Marcel. Hallo Marcel! Hallo! Hi! Und ja, erstmal kurz vorab. Es ist ein Cowboy-Film, man sieht es im Wilden Westen. Und was warst du eigentlich früher so beim Verkleiden zu Karneval? Eher Indianer oder doch eher Cowboy? Tatsächlich eher Cowboy. Ich hatte auch damals so eine Pistole tatsächlich, also sah wie ein richtiger Revolver aus, hatte auch Platzpatronen. Und mir wurde verboten, ne, da irgendwie zu feuern oder so. Oder gar den Revolver geladen mitzubringen, weil die alle Angst hatten, nur der könnte ja irgendwie da schießen. Das waren eigentlich nur solche Zündplättchen, also es war jetzt nichts Kritisches, aber da gab es einen riesen Aufriss drum, kann ich mich noch erinnern. Okay, in der heutigen Zeit fast gar nicht mehr denkbar. Nee. Gucken wir mal, ob das dann auch dem getreu des Films war, ob der Film auch für dich so einen großen Aufriss gemacht hat. Erstmal so in groben paar Rahmenbedingungen zum Film. Der Film startet bei uns in den Kinos am 7. März und geht insgesamt 122 Minuten. Ist mit einem R-Rating hinterlegt. Wahrscheinlich wird es dann so eine FSK 18-Geschichte bei uns. Und hat vom Genre her Adventure, Comedy, Crime. Man weiß nicht genau, also über ob das Comedy da wirklich so zutreffend ist, darüber werden wir da jetzt nochmal so gleich diskutieren, darauf eingehen. Zum Cast, was kann man sagen? Also wir haben einen wunderschönen Cast. Wir haben erstmal den Regisseur Jacques Audiard. Und er ist zum Beispiel auch bekannt für Filme, die ich jetzt zum Beispiel nicht gesehen habe, aber Rust and Bone, A Prophet oder Deep Han. Sagt dir das was? Hast du davon irgendwas gesehen? Ich habe davon tatsächlich keinen gesehen. Also ich kenne Leute, die davon auch schwärmen, aber ich habe davon keinen einzigen Film gesehen. Okay, aber vom Cast, der sollte dir bekannt vorkommen. Da haben wir nämlich einmal den John C. Reilly und er spielt auch eine der Hauptrollen und ihn kennt man halt auch aus Filmen wie zum Beispiel Guardians of the Galaxy, Hard Walk oder halt auch die Stimme zuletzt aus Wreck-It Ralph 1 und 2. Und Stiefbrüder mit Will Ferrell. Genau, zum Beispiel, genau, da gibt es eine Menge Filme mit ihm, auch ein sehr, sehr bekannter Schauspieler. Wir haben, also er ist zum Beispiel in der Hauptrolle des Ely Sisters. Dann haben wir seinen im Film Bruder, den Charlie Sisters, der wird gespielt von Joaquin Phoenix. Und ihn kenne ich tatsächlich zum Beispiel aus dem Film Her, wo er auch eine wunderschöne und großartige Rolle spielt. Aber auch, man kennt, also er ist auch bekannt aus Walk the Line oder Gladiator. Helden der Nacht. Ich sehe, du bist schon gut im Bild auf jeden Fall. Aber damit nicht genug. Das wären auf jeden Fall erstmal die beiden Hauptprotagonisten, die dann auch dem Film namensgebend alles repräsentieren. Wir haben aber auch Jake Gyllenhaal, der als John Morris im Film zu sehen sein wird. Und natürlich, also ist halt auch ein Name, den man auf jeden Fall schon mal gehört hat. Nightcrawler, Brokeback Mountain, Prisoners, Donnie Darko, überall drin. Genau. Und zu guter Letzt, einer der vier Hauptcasts haben wir noch Riz Ahmed. Und ihn habe ich zuletzt zum Beispiel in Venom gesehen, als Antagonisten. Sehr, sehr cool.
Aber ihn kennt man auch aus Rogue One oder sowas. Also er ist da auch absolut kein unbeschriebenes Blatt. Oder aus Nightcrawler. Oder auch aus Nightcrawler, genau. Das war der Auszubildende da, der da ihm hilft, ne? Der die Kamera hält. Genau. Genau, ja. Also die beiden sind auf jeden Fall als Duo im Film auch schon mal aufgetreten und kennen sich da auch, wissen auch, wie die Chemie funktioniert. Ja, und das sieht man auch sehr, sehr gut im Film. Aber worum geht es denn eigentlich? Der Film spielt 1850 in Oregon und die beiden Sisters Brothers sind sozusagen ja, die Leute, die einfach Jobs für Geld erledigen und haben da jetzt einen Job bekommen, jemanden auszuschalten, nämlich den Riz Ahmed in der Rolle des Herman Worm. Und er hat wohl auch also so eine gewisse Chemikalie erfunden, sodass das Gold im Wasser sichtbar wird bei Nacht, dass das glänzt, dass man das sieht. Und also die beiden haben halt den Auftrag, ihn auszuschalten und sozusagen das Geheimnis dann mitzunehmen. Ja, und darum dreht sich halt auch der Film. Das ist jetzt halt so grob der Plot. Aber wir sehen halt noch viel, viel mehr im Film. Wir sehen halt auch den Weg dahin. Und diese ganze Entwicklung der Charaktere, die sich auch damit dann zu tragen hat, nämlich beide haben ja auch eine gewisse Einstellung zum Leben und zu dem, was sie tun oder wo sie hinwollen. Und ja, solche Sachen sind da halt auch alles mit dabei. Möchtest du dem Ganzen noch was hinzufügen? Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen, sodass man so ein gewisses Bild davon hat, was einen erwartet? Ja, es ist auch also ein sehr männerbetonter Film tatsächlich, weil es geht um die Gefühle von Männern, es geht um Träume und Hoffnungen, aber der Mann steht wirklich in diesem Film im Fokus. Also es gibt auch wenige weibliche Charaktere, sondern wie du jetzt sagst, so Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, John C. Reilly und Joaquin Phoenix, und die bilden wirklich den Hauptkern der Story. So. Deswegen ist es ein sehr männerbetonter Film tatsächlich. Okay, gut. Also da haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal so ein gewisses Bild geschaffen, dass man sich vorstellen kann, was einen da erwarten wird. Ja, erstmal so, hat der Film für dich funktioniert? Würdest du sagen, das war eine zweistündige Reise, die du gerne gemacht hast, die dir Spaß gemacht hat oder wo du dich auch vielleicht selbst so ein bisschen wiedergefunden hast? Gerade in dem Männerthema? Das ist eine gute Frage. Es gab schon Passagen, wo halt John Morris, der hat ja halt auch Tagebuch geführt und auch so ein bisschen die Erzählung vorangetrieben. Das fand ich zum Beispiel interessant, auch die Gespräche untereinander, gerade John Morris und Herman, so, also Gyllenhaal und Riz Ahmed, wo sie halt über die Träume geredet haben, über ihre Vergangenheit. So, John Morris war ja auch einer, sozusagen, der mit den Sisters Brothers, das kommt ja auch später noch, mit agiert. Und das hat sich schon sehr gut entwickelt. Die Chemie stimmt da auch meiner Meinung nach fast noch besser als bei John C. Reilly und Joaquin Phoenix. Und ja, auf der Ebene hat der Film für mich funktioniert. Auf der Ebene, wie lange ich den Film ertragen konnte, also mir persönlich ging er schon zu lang. Also 2 Stunden war mir schon zu lang. Das hätte man auch runterkürzen können auf 90 Minuten. Du hast teilweise Sachen gesehen, wenn sie eben durch die Wälder gewandert sind, so, und da auch Gags gemacht haben, reingebaut haben, die ich jetzt nicht gebraucht hätte und die ich teilweise auch nicht witzig fand. Also gerade auch Joaquin Phoenix und John C. Reilly fand ich am wenigsten witzig. Die haben zwar teilweise die meisten Gags gerissen, aber das war meistens nicht zu gebrauchen, haben versucht halt auf streitende Brüder zu machen und teilweise hat es funktioniert, teilweise muss man sagen, aber auch nicht. Wo der Film überragend war, war in den Shootouts. Also gerade wenn richtig schön geballert wurde. Siehe die Anfangsszene, wo du wirklich nichts siehst, außer dann die Schüsse, wenn du dich erinnern kannst. So. Genau, ja. Es war ja auch dunkle Umgebung und alles, ne? Genau, dunkle Umgebung und dann plötzlich nur die Schüsse und eben das Geschrei von denen.
Das war für mich eine sehr schöne Anfangssequenz und dass man dann erst so reingeht. Und dann gab es auch noch gegen Ende so, wo ihn nochmal Kopfgeldjäger erledigen wollten und wo er sich da gewehrt hat. Das war auch nochmal schön. Und ich glaube sogar nochmal in einem Lokal oder so. Also diese Szenen, die haben mir schon ganz gut gefallen. Immer wenn es dann um das Zwischenmenschliche zwischen den beiden ging, dann war der Film etwas mau. Da hat mir das bei Riz Ahmed und Jake Gyllenhaal schon besser gefallen, wie die miteinander agiert haben. Aber es kann auch sein, weil die sich halt schon kannten durch Nightcrawler, und da wahrscheinlich die bessere Chemie hatten. So, wie siehst du das? Ich würde ihm auch insgesamt so zustimmen. Also ich fand halt gerade die erste Hälfte des Films war ein bisschen schwierig und ein bisschen anstrengend, weil man halt auch, wie du schon schön erwähnt hast, sehr viele Szenarien siehst, die vielleicht zum Bühnenbild gut passen, aber die halt auch nicht wirklich einen großen Informationsgehalt hatten. Und nach der ersten Stunde gab es auch so einen gewissen Bruch unter den beiden Brüdern, nämlich beide wollten dann so ein bisschen anderen Weg gehen. Einer von beiden wollte sich nämlich dann eher so ein bisschen festsetzen und lieber dann auch aussteigen aus diesem ganzen Auftragsding, was die machen, und lieber irgendwo auch Wurzeln fa fassen und finden. Nämlich, es gab auch lustige Szenen, so die komödiantischsten Szenen, die ich jetzt irgendwie so im Kopf noch habe, sind die, wo sie halt sehen, was eine Zahnbürste ist oder wie eine Toilettenspülung funktioniert, so, dass sie das erste Mal sehen. Das fand ich schön. Das war wiederum witzig, aber wenn sie versucht haben, untereinander solche Wortwitze und so zu machen oder so wirklich auf streitende Brüder zu tun, das war dann eher teilweise befremdlich. Ja, finde ich auch. Also ich finde auch, dass die Genre-Definition Comedy passt da nie wirklich rein. Ich finde, dass es viel, viel mehr ein Drama gewesen ist. So alles in allem. Und ja, also ich finde, so richtiger, der richtige Thrill kam halt erst nach der ersten Stunde, weil dann die Handlung auch schön vorangetrieben wird und die vier Charaktere laufen dann auch zusammen. Und das gibt dann auch eine schöne Chemie untereinander. Und vor allen Dingen, es gibt auch teilweise echt derbe Szenen, die da gezeigt werden, ne? Also Oh ja. da bleibt nicht alles am Platz, so wie es sein sollte. Und dementsprechend weiß ich nicht. Also es hat für mich so nicht, wenn man jetzt nach dem Trailer oder von dem Trailer ausgeht, dann wird man auf jeden Fall enttäuscht mit der Erwartungshaltung, davon da nicht reingehen. Man muss schon wissen, was einen da erwartet. Und das ist auf jeden Fall eher ein ruhiger Film mit Actionsequenzen und auch ein dialoglastiger Film, wo man halt auch nicht dieses Effektfeuerwerk insofern erwarten kann. Also kameratechnisch oder halt auch handwerklich, wie es umgesetzt worden ist. Das ist auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben. Die Kostüme passen sehr gut, das Make-up ist unglaublich on point und auch generell die Pferde. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit da die Pferde geschminkt worden sind. Also digitalisiert habe ich da jetzt nichts gesehen, aber zumindest halt die Pferde, die es halt nicht geschafft haben, werden da dann wohl reingearbeitet worden sein. Auf jeden Fall, das wirkt alles sehr, sehr gut und sehr, sehr ja, dreckig und alt und auch irgendwo sehr gefährlich. Also ich glaube nicht, dass ich in der Welt lange überlebt hätte, ehrlich gesagt. So ein Skorpionbiss oder sowas, da wäre ich draufgegangen. Ja, also das Szenenbild an sich hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es war sehr authentisch, sehr lebensecht tatsächlich. Wenn die halt auch die Sisters Brothers verfolgt haben so und die sich ihren Weg freischießen mussten, das waren so meiner Meinung nach immer die Highlights, wo der Film dann immer auf hatte. Also hochgegangen ist und aber wenn dann John C. Reilly über das Leben philosophiert hat oder sich mit seinem Bruder gestritten hat, das war dann eher, sagt es so, ja, könnt ihr nicht endlich mal zum Punkt kommen? So, das war dann, teilweise hat sich's auch wiederholt, wirklich. Also da gab es Szenen so, weil die sich gestritten haben, das wurde dann wirklich zum, Ja. es war ja wirklich lästig. Teilweise. Und ja, und wirklich richtig ausbalanciert ist der Film meiner Meinung nach erst so wirklich, als die vier Charaktere dann aufeinandertreffen. Genau, das finde ich auch, ist auf jeden Fall so mit die Stärke des Films. Ja, und so insgesamt, also die schauspielerische Leistung unter den Charakteren fand ich auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also das sind ja alles Oscar-prämierte Schauspieler.
Und das halt auch zu Recht, definitiv. Also das kommt ganz gut durch. Man hat einfach einen sehr, sehr starken Cast und die tragen das auch sehr gut. Also ich finde auch, jeder Schauspieler hat eine sehr gute Ausstrahlung und auch eine Präsenz im Bild, wenn man ihn sieht. Oder gerade auch, wenn man dann Joaquin Phoenix sieht, wie er dann betrunken irgendwie rumtorkelt und trotzdem noch seine Ziele trifft. Das macht er einfach sehr, sehr gut. Und ja, das gibt dem Ganzen nochmal so ein. Obwohl mir das manchmal auch ein bisschen zu viel war von ihm, wenn er dann so betrunken war und so Overacting angewandt hat. Für mich hat das noch so ein bisschen die Welt realistischer gemacht, weil ich mir gut vorstellen kann, gerade wenn man auch dann so ganz viele Menschen töten muss und das halt irgendwie dann hauptberuflich macht, dass man das einfach vielleicht dann nur so ertragen kann und so sein Leben halt dann führen kann. Aber insgesamt muss ich sagen, fand ich den Film auch ein bisschen anstrengend. Also ich fand ihn jetzt nicht so anstrengend, dass ich jetzt froh war, dass er vorbei war. Es war schon unterhaltend, aber es gab teilweise Szenen, wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt könnte es aber schon mal wieder irgendwie entweder handlungsmäßig oder halt irgendwie dialogmäßig weitergehen. Das ist jetzt nichts. Ich habe die Länge des Films gemerkt, um es kurz zu machen, Ja, das auf jeden Fall. ich habe auch die Länge des Films gemerkt, so. Und manche, die reisen ja wirklich von Stadt zu Stadt, so. Und manche Städte, wo ich mir so gedacht habe, die hättest du nicht unbedingt zeigen müssen, so. Also es dauert auch relativ lange, bis die dann endlich mal aufeinandertreffen. Und die wollen sich dann immer treffen und verfehlen sich aber in der Stadt. Da sind die schon längst weitergezogen und so. Wenn das einmal passiert, dann denkst du so, okay, aber das passiert ja wirklich mehrmals so. Ich glaube, zwei, dreimal passiert das mindestens, wo die sich verfehlen, und herauskriegen müssen, wo die gerade sind. Und dann irgendwie auch noch Nebenschauplätze auftreten, wo sie dann mit der Stadt in Konfrontation geraten, weil sie sind ja die Sisters Brothers, da wieder für ordentlich Wirbel sorgen und da erstmal die Leute zur Raison ziehen müssen. Das war mir dann etwas too much, weil da hat man dann auch versucht, immer zwischen den Handlungssträngen hin und her zu springen. Du hattest den Handlungsstrang Herman und Morris und du hattest den Handlungsstrang Charlie und Eli und das hat manchmal nicht ganz miteinander harmoniert, meiner Meinung nach. So, da war einer meist betonter als der andere. Ja, und deswegen, ich hätte auch nicht wissen müssen, wie die plötzlich mal unterwegs im Rast machen, so, und es plötzlich regnet und dann scheint wieder die Sonne und so. Also teilweise hat sich das schon angefühlt, wir haben ja im Vorfeld geredet über Red Dead Redemption, so als würdest du wirklich Red Dead Redemption zocken und da auch durchs Ödland laufen, wo du dann wirklich nur mit dem Pferd langläufst, und wo da halt auch wenig passiert, so. Aber im Spiel kannst du es natürlich machen, weil du willst ja auch wissen, wie das dann weitergeht. Im Film ist das aber eher nervig und zieht sich dann schon, weil so viel willst du dann auch nicht von der Welt sehen. Du willst dann auch sehen, dass was passiert. Genau, du bist ja da eher der passive Part im Film und nicht wie im Spiel, dass du halt aktiv dann auch selber was machst. Deswegen hast du da dann auch nicht so. Ich finde das sehr schön, dass du gerade das Beispiel nochmal angebracht hast. Ich hatte das nämlich auch gerade im Kopf. Ja, das ist einfach on point, was du gerade sagst. Es ist, man hätte da ein bisschen was rausnehmen können. Das hätte dann den Film ein bisschen dynamischer gemacht und mehr an Spannung gegeben, weil das verliert sich halt auf die lange Zeit, teils dann auch so ein bisschen. Ich finde auf jeden Fall, die zweite Hälfte des Films ist da deutlich stärker als die erste. Ja, Aber alles definitiv. in allem würde ich sagen, sind wir jetzt schon so weit, um ein Fazit geben zu können? Oder möchtest du noch so generell ein paar Worte zum Film verlieren? Ich würde halt nur sagen, dass er sich gegen Ende auch gezogen hat. Also der Film hat lange gebraucht, um endlich mal zum Punkt zu kommen, wo ich mir auch gedacht habe, ihr hättet da einen Punkt setzen können, so, oder ihr hättet nicht unbedingt das so weit rauszögern müssen, so mit. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber die begegnen dann auch noch jemanden aus ihrer Vergangenheit, so, gehen zu dem zurück, so. Ja, ich weiß. Ja, und das war mir dann too much, so.
Weiß ich nicht. Es muss halt schon so ein bisschen ein gewisses Happy End dabei sein, ne? Ja, und das war mir dann halt wieder zu viel. So, da wollte der Regisseur wieder zu viel, da wollte er sich wieder dem Publikum so ein bisschen anbiedern. So, man hätte auch ab einem gewissen Punkt, so, wo der halt zu einer Beerdigung gegangen ist, da hätte dann Cut sein müssen und Sense. Und der Rest offen, bitte. Genau, da wäre ich auch tatsächlich mit sehr einverstanden gewesen. Und nee, dann hat man den Film halt noch weiterlaufen lassen. Da sind halt da noch Leute gekommen, die es auf die abgesehen haben. Und ja, es wurde halt gegen Ende recht lang. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir dann zum Fazit. Möchtest du da vorpreschen? Was deine Punktevergabe und dein abschließendes Plädoyer angeht? Ich habe ja schon einige Punkte gesagt. Ich würde dem Film jetzt, glaube ich, 3 von 5 geben, weil 2,5 ist zu wenig, meiner Meinung nach. So schlecht war er dann doch nicht. Ich würde noch hinzufügen, dass man sich definitiv nicht auf den Trailer verlassen sollte, dass man sich auch nicht auf den Cast verlassen sollte und dass man auch schon eine gewisse Affinität zum Western haben sollte. Also nicht sagen, ich sehe mir den jetzt an, weil ich den Schauspieler toll finde, sondern du musst auch so eine gewisse Affinität zu diesem Genre haben. Das wird einfach vorausgesetzt, so. Ansonsten ist der Film schon sehr sperrig anzusehen, meiner Meinung nach. Okay, gut, 3 Punkte, das ist auf jeden Fall stabil. Ich finde auch, dass man sich da gut anschließen kann. Die 3 Punkte sind auf jeden Fall gerechtfertigt. Es ist jetzt kein überguter Film, insofern, dass ich ihn jetzt noch mal mehrfach gucken wollen würde. Und ich würde jetzt auch keinem empfehlen, oder mit dem ich den jetzt noch mal gucken wollte, nur um zu sehen, wie er so drauf reagiert. Manchmal hat man das ja bei solchen Filmen, die halt super viel Spaß machen, dass man dann noch mal mit jemandem gemeinsam den erleben möchte. Würde ich jetzt bei dem Film tatsächlich nicht. Wenn jemand Bock drauf hat, auf Western oder Red Dead einfach cool findet und gerne in dieser Welt drin ist, der wird auf jeden Fall Spaß haben. Und was halt auf jeden Fall der Film gut macht, ist der Cast, finde ich. Ich finde, es ist ein sehr starker Cast, es sind sehr charismatische Schauspieler, die vielleicht in ihren einzelnen Filmen noch mal deutlich stärker ausgearbeitet sind, aber hier machen sie alle eine sehr gute Rolle. Es ist ein sehr gutes und authentisches Bild des Westerns. Und ja, jeder, der darauf Lust hat, wird auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Alle anderen vielleicht definitiv nicht vom Trailer ablenken lassen, beziehungsweise damit mit falschen Voraussetzungen reingehen. Es ist mit Schwerpunkt definitiv ein Drama. Und wer da Lust drauf hat, wird Spaß haben. Alle anderen vielleicht erstmal nochmal vorsichtig anfangen und dann mal schauen, ob man den zu Ende machen bringen möchte oder nicht. Das wäre es soweit von mir. Und er ist halt auch sehr, sehr entschleunigt, so. Ja. Von allem anderen her, vom Kostüm, vom Szenenbild her ist er absolut, der ist auch top ausgeleuchtet. Aber er ist wirklich sehr entschleunigt, so. Also geht schon in die Arthouse-Richtung, meiner Meinung nach. Ja, sehr gut. Da würde ich sagen, haben wir uns auf jeden Fall ein sehr gutes Bild über den Film geben können. Und ich bin gespannt, was die Leute so sagen, wenn ihr den Film schon gesehen habt oder Lust drauf habt. Schreibt eure Erwartungen rein, schreibt euer Statement rein, wie ihr den Film seht. Haut es in die Kommentare rein. Und Marcel, dir danke ich auf jeden Fall dafür, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast, den Film so ausführlich zu besprechen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Von dir werden wir auch noch mehr sehen und beziehungsweise auf die Ohren bekommen. Ich freue mich sehr auf die kommenden Filme mit dir. Und ja, Ich mich auch. ansonsten wünsche ich euch dann noch einen schönen Abend und bis bald. Macht's gut. Macht's gut, bis bald. Hallo, ihr hübschen Filmfans. Ich bin Pia und jetzt geht es um Rate Your Date. Der Starttermin von Rate Your Date ist am 6. März 2019 in den deutschen Kinos. Geht 105 Minuten in der Filmlänge und ist ab 12 Jahren freigegeben. Die Regie führt David Diedel. Dann haben wir bei den Hauptdarstellern die Alicia von Rittberg als Theresa, auch bekannt aus dem Film Ballon und Jugend ohne Gott. Dann haben wir Nilam Farooq als Patricia,
auch bekannt als ehemals Darum von YouTube. Sie ist dort auch Influencerin oder war Influencerin. Ich weiß leider jetzt nicht, ob sie da noch aktiv ist. Aber sie hat sich eigentlich einen ganz guten Namen gemacht in der Schauspielerei. Die hat auch in Soko Leipzig mitgespielt regelmäßig. In Sweethearts hat sie mitgespielt, das ist ein aktueller Film. Und in Heilstätten zum Beispiel. Dann haben wir Anke Engelke, die müsste eigentlich jeder kennen. Das ist die Mutter von Theresa. Dann haben wir Edin Hasanovic als Paul. Der hat auch in You Are Wanted in der Serie mitgespielt. Dann haben wir Marc Benjamin als Anton, auch bekannt aus Vielmachglas. Ja, und dann erläutere ich erst einmal kurz, worum es geht in diesem Film. Und zwar geht es darum, bei Rate Your Date, das ist der Name von einer App, die dort in diesem Film gegründet wird. Und zwar haben wir hier 4 Singles und alle 4 sind bisher ziemlich enttäuscht gewesen von den Dating-Apps, die es so gibt. Also ich glaube, Tinder wird sogar namentlich genannt. Man sieht, wie die Menschen mit den Apps immer wieder nach rechts und nach links wischen und dass das alles sehr, ja, sehr pragmatisch ist und man hat kaum Auswahlmöglichkeiten. Also außer Patricia nämlich, die ist alleinerziehend und streitet sich regelmäßig mit ihrem Ex-Freund, also dem Vater des Kindes, und sie datet zurzeit auch gar nicht. Also sie kümmert sich da gar nicht darum, da neue Männer kennenzulernen. Und ihre beste Freundin ist die Theresa. Die Theresa scheint wohl genau das Gegenteil zu sein, richtig datingsüchtig zu sein. Sie geht regelmäßig auf Dates mit unterschiedlichen Männern, die sie dann über solche Apps kennenlernt. Und sie hat auch so eine Art Gabe, also sie kann die Menschen relativ gut einordnen. Sie arbeitet auch zuerst in einem Art Online-Shop, wo man die Kunden auch fashionmäßig berät und ihnen zum Beispiel Kleidung, sie muss die Menschen einschätzen und dann kann sie zum Beispiel Kleidung empfehlen und die Leute können das dann direkt als Paket kaufen. Und sie kann die Menschen recht gut einordnen. Sie kann sofort sagen, wenn sie einen Menschen sieht, wie er vielleicht drauf ist, wie seine Vergangenheit vielleicht so ein bisschen aussieht. Und sie scheint da so eine Art Gabe zu haben. Und ja, und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich den Paul. Der Paul, der ist relativ reich. Was heißt relativ reich? Also er ist der Sohn von reichen Eltern und er kriegt ein horrendes Taschengeld. Er muss dafür eigentlich nicht viel tun, auch nicht viel arbeiten. Und die Eltern warten die ganze Zeit, dass er mal irgendwas Außergewöhnliches mit seinem Geld macht. Macht er aber irgendwie nie und dann wird ihm irgendwann ein Geldhahn zugedreht. Aber das kommt später. Und dann haben wir den Anton, das ist der beste Freund von Paul. Der Anton, der hat eine Freundin, er möchte ihr gerne einen Heiratsantrag machen und sie sieht man direkt am Anfang des Filmes, also es ist kein Spoiler, ich werde hier auch nicht großartig spoilern in dieser Review. Und ja, der Heiratsantrag geht voll in die Hose, also er kam gar nicht erst dazu, weil seine Freundin ihm direkt anbot, doch die Beziehung zu öffnen, also eine offene Beziehung zu führen. Sie möchte gern auch andere Menschen oder andere Männer kennenlernen und daten, weil er halt der erste und einzige Mann in ihrem Leben war und ist und sie möchte halt nochmal gucken, ob sie nicht vielleicht was verpasst hat. Ja, er willigt ein in dieses Arrangement, obwohl er eigentlich das gar nicht möchte und man merkt ihm das auch die ganze Zeit an. Also er ist sehr deprimiert und hat das Gefühl, die Freundin zu verlieren. Ja, also alle haben irgendwie so ihre Probleme. Und die 2 Mädels begegnen den 2 Männern dann auf irgendeiner Party oder die Theresa datet auch dann durch diese App mit Anton. Ja, und Theresa hatte dann ihren Job dann plötzlich gekündigt, hatte sie keinen Bock mehr drauf. Das war ja alles zu blöd und sie wollte jetzt eine neue Dating-App gründen, also eine neue Dating-App programmieren. Ihr fehlt aber der Programmierer und die Grafikerin. Sie hat dann Patricia überredet, dass sie die Grafikerin macht, obwohl sie dazu gar keinen Bock hatte und sie hat daran erst gar nicht geglaubt, aber Theresa war da voll dahinter und los ging's. Dann brauchten sie einen Programmierer, dann hatte sie natürlich den Anton da an der Finger gehabt, der ist nämlich Programmierer.
Und dann haben sie zusammen dann mit Paul, der zuerst das Geld vorstrecken sollte, also es musste ja auch irgendwie finanziert werden, die Server mussten finanziert werden, hatten sie auch dann mit ins Boot geholt. Da die Eltern ihm aber den Geldhahn zugedreht hatten, haben sich da noch mehrere Probleme offen getan. Diese Probleme mussten in diesem Film natürlich erstmal gelöst werden. Und so entwickeln sich auch einige andere Situationen. Theresa und Anton freunden sich an, aber Anton hängt noch an seiner Freundin. Dann gibt es einige Ausflüge, Menschen kommen sich näher. Im Endeffekt ist das eine Art romantischer Film, würde ich sagen, der das Thema offene Beziehungen, auch das Thema Dating, das Thema Dating-Apps thematisiert. Und bei dieser Dating-App geht es halt darum, dass die Menschen in Schubladen gesteckt werden. Also es werden Hashtags vergeben, zum Beispiel, wenn ein Mensch, sehr romantisch ist oder sehr zuvorkommend, sehr pflichtbewusst, diszipliniert und so weiter, kann man die Hashtags vergeben. Das kann natürlich auch in den negativen Sinne ausfallen. Das heißt, man kann auch negative Hashtags vergeben. Und so entwickelt sich natürlich ein Problem, aber da will ich jetzt nicht so viel erzählen. Das sollt ihr im Kino erfahren. Und und ich muss leider zu diesem Film sagen, dass sehr viele Dinge in diesem Film einfach total vorhersehbar sind. Also wenn ich bin ein Mensch, der wirklich viele Kinofilme guckt, viele Serien guckt. Ich weiß immer, wo die Reise hingeht, wenn es um solche romantischen Filme geht. Und ich wusste sofort von Anfang an, wer sich in wen verknallt, was für eine Liebesgeschichte sich entwickelt, welche Leute sich vielleicht später nicht mehr begegnen und was mit dieser App passiert, das wusste ich auch sofort. Ohne dass ich den Film vielleicht, ich glaube, in den ersten 20 Minuten wusste ich sofort, was da abgeht und wie das enden wird. Natürlich hatten wir zum Schluss auch ein Happy End. Ich werde da aber auch nicht viel dazu sagen. Und letztendlich geht es in dem ganzen Film darum, dass man halt Menschen nicht in Schubladen steckt. Das ist halt die Message dabei. Und dass man Menschen zusammenbringt und die Liebe an sich feiert und nicht einfach in Schubladen steckt. Ja, und generell von der schauspielerischen Arbeit war ich eigentlich relativ begeistert. Also es haben die Leute richtig gut gemacht. Der Anton, der von Mark Benjamin gespielt wird, den kannte ich vorher irgendwie nicht, weil ich gucke kein Free-TV mehr seit vielen Jahren. Ich kenne deshalb ehrlich gesagt viele deutsche Schauspieler, die im Fernsehen auftauchen, nicht so richtig. Und ich habe auch Filmachglas nicht gesehen mit ihm. Und das ist ein ganz hübscher Sunny Boy, richtig schnuckelig. Und ist mir auch positiv aufgefallen. Dann hat die Nilam Farooq, die auch auf YouTube halt auch in der Vergangenheit viel gemacht hat, die ist mir auch positiv aufgefallen. Sie hatte ja damals, ich hatte sie vor ein paar Jahren verfolgt. Also jetzt in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren jetzt gar nicht mehr. Aber davor, so in den Anfängen, wo ich auch viel YouTube geguckt habe, da hat sie halt eben auch erzählt, dass sie Fuß fassen will in der Schauspielerei. Das scheint sie jetzt recht gut geschafft zu haben. Und sie hat das auch ganz gut gemacht. Also die Fähigkeiten waren super. Ich habe ihr das abgenommen. Die Figur, die sie darstellen sollte. Und sehr sympathisch. Theresa auch. Da der Charakter. Ja, wobei ich ehrlich gesagt fand, dass Theresa so vom Charakter, so von dem Drehbuch her, so wie der Charakter geschrieben worden ist, dass die doch so ein bisschen seelenlos wirkte. Da hätte ich mir ein bisschen mehr von erwartet. Deshalb muss ich im Ganzen sagen, dass der Film an sich ganz nett war. Wenn man die Möglichkeit hat, günstig ins Kino zu gehen, also das ist meine Empfehlung, meine persönliche subjektive Meinung, wenn man die Möglichkeit hat, günstig zu einem Kinotag ins Kino zu gehen, vielleicht für 5, 6 Euro oder man wird eingeladen, dann würde ich sagen, okay, da lohnt sich der Film, aber ich würde, glaube ich, nicht mehr als 10 oder 12 Euro ausgeben, niemals. Also finde ich, meiner Meinung nach lohnt sich nicht. Also ich habe nichts gegen deutsche Filme. Ich gucke, im Gegenteil, ich gucke sehr, sehr gerne deutsche Filme, wenn sie gut gemacht sind. Wenn sie irgendwie künstlerisch oder geschichtlich ein tolles Drehbuch haben oder wenn sie wirklich witzig sind. Also wenn man sich wirklich kringelt vor Lachen, da muss ich ja sagen, dass da einige deutsche Regisseure echt gute Filme machen können.
Leider musste ich aber hier bei Rate Your Date sagen, dass ich nicht besonders viel gelacht habe. Also so ultra witzig war er nicht. Einige Schmunzler gab es schon, aber mehr hat er einfach nicht rausgehauen, der Film. Deshalb gebe ich dem Film 2,5 von 5 Punkten oder halt 5 von 10 Punkten. Und ja, das ist meine Meinung dazu. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hallo, hier ist Christopher und ich begrüße euch zu meiner Besprechung von Hunter Killer. Die Laufzeit des Films ist 122 Minuten. Der Film ist ab dem 7. März auf DVD und Blu-ray erhältlich. Die FSK ist ab 16 Jahre. Der Regisseur ist Donovan Marsh und in den Hauptrollen sind Gerard Butler, Gary Oldman und Michael Nyquist zu sehen. Die Handlung ist wie folgt. Captain Joe Glass wird auf Rettungsmission für ein in Not geratenes amerikanisches U-Boot in den arktischen Ozean entsandt. Dabei findet er heraus, dass ein russischer General einen Putsch weltweiten Ausmaßes plant und den russischen Präsidenten in seiner Gewalt hat. Mit einer Eliteeinheit von Navy SEALs macht sich Glass auf, den entführten Präsidenten zu retten und während der waghalsigen Fahrt durch feindliche Gewässer zu verhindern, dass ein dritter Weltkrieg ausbricht. Die Lage ist also ernst, todernst. Und sie wird auch von allen Akteuren richtig ernst genommen. Und bei all der Ernsthaftigkeit hat man wohl vergessen, etwas Persönlichkeit mit ins U-Boot zu nehmen. Weil das hier ist wirklich der generischste und einfach vergessenswerteste Beitrag zu diesem Genre, den ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Hier kommt einfach nur jedes Klischee vor, was man aus Tom Clancy-Romanen oder den Call of Duty-Spielen kennt. Aber es entwickelt sich hier nicht irgendeine Form von eigener Identität oder Spannung. Und die Darsteller tun ihr Möglichstes, aber sie haken hier auch nur Checklisten ab, weil das Drehbuch ihnen einfach keinen Raum zur Entfaltung gibt. Gerard Butler ist einfach nur der U-Boot-Kapitän, der einfach alles kann. Und das ist auch ein großer Fehler des Skripts, weil jede Entscheidung, die er trifft, jedes Manöver, das er macht, ist jedes Mal richtig. Und es gibt diesen ersten Offizier von ihm, der ständig anzweifelt, was er tut, aber das löst sich jedes Mal in Wohlgefallen auf, weil Gerard Butler trifft eine Entscheidung, das U-Boot macht ein Manöver und eine Katastrophe wird abgewandt. Und das passiert immer und immer und immer wieder. Bis man sich irgendwann fragt, warum stellt überhaupt noch irgendjemand, was dieser Mann tut, in Frage? Er kann alles. Er müsste eigentlich jedes Mal nur in die Kamera gucken und sagen, hey, ich bin Gerard Butler. Es ist alles in Ordnung. Gary Oldman-Fans werden auch nicht gerade auf ihre Kosten kommen, weil es gibt ja zwei Versionen von Gary Oldman. Es gibt den begnadeten Schauspieler Gary Oldman, der das immer wieder unter Beweis stellt. Und dann gibt es den Schreihals Gary Oldman, der in Schrottfilmen wie diesen mitspielt und sich nur einen schnellen Paycheck verdienen will. Das ist wirklich dieser Schreihals Gary Oldman. Er kommt hier und da ins Bild, in eine Kommandozentrale, brüllt den Raum zusammen und geht wieder. Und das passiert so im 15-Minuten-Takt. Man sieht also auch nicht so unglaublich viel von ihm. Des Weiteren gibt es hier und da vereinzelte Action-Szenen mit den U-Booten, die ganz gut Laune machen. Es gibt eine Fahrt durch ein Minenfeld, wo wirklich ein bisschen Suspense aufkommt und auch ein Torpedobeschuss, der von der Inszenierung ganz ordentlich gemacht ist. Und am unterhaltsamsten ist da eigentlich noch der Nebenplot mit der Navy SEAL-Einheit, die halt in diesen feindlichen Raum eindringt, um den Präsidenten zu retten. Natürlich, was diese Soldaten zu sagen haben, ist auch nicht sonderlich interessant. Und was sie da tun, diese Figuren sind auch sehr simpel geschnitzt. Aber es gibt eine sehr interessante Sniper-Szene mit ihnen, wo sie unter Beschuss geraten und einer ihrer Leute erweist sich da als hervorragender Scharfschütze, die noch ganz gut Laune macht. Aber unterm Strich merkt man doch, dass einfach hier sich nicht sonderlich viel Mühe gegeben wurde und dass man einfach dem Ganzen überhaupt kein Profil verleihen konnte. Ich würde sagen, wer das Genre an sich so mag, sollte sich nochmal die Klassiker geben. Erneut Jagd auf Roter Oktober oder Crimson Tide macht doch sehr viel mehr Laune als das hier.
Und da würde ich von der Punktebewertung eigentlich nur einen Torpedo von 5 geben, weil man hat ihn gesehen und man hat mehr als die Hälfte schon wieder vergessen, wenn der Abspann läuft. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Das war Christopher für den Telestammtisch.